Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Episode von Good to Know in Zelda Tears of the Kingdom. In dieser Episode will ich euch zeigen, wie und wo ihr die Sonanium-Rüstung bekommt. Und es ist viel, was wir dafür tun müssen. Ihr braucht auf jeden Fall die Zora-Brust, das zeige ich euch später. Und ihr braucht den ersten Tempel. Und ich würde den Windtempel nehmen, weil ohne den Weisen des Windtempels schafft man das, glaube ich, nicht. Wir starten hier in Akalla beim Turm auf dem Ulriberg. Fliegen dann hier hoch zu dieser Plattform und bauen hier diese Batterien an, das schon fast fertige Gerät. Die müssen nur irgendwie dranhängen. Das muss nicht schön sein, sondern nur zweckdienlich. Dann manövrieren wir die in Richtung Osten und fliegen darüber zu den fliegenden Inseln. Ich zeige es euch auch nochmal auf der Karte. Und ich lasse in dem Video einige Zeitraffer laufen, weil das wäre sonst über eine Stunde gegangen. So ist das, denke ich, dann auf jeden Fall besser. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, wenn ihr hier von diesen Viechern angegriffen werdet. Wie ihr seht, schmeißen die euch nicht ab. Ich habe den Weisen des Windtempels schon hier in dem Video. Wie gesagt, ich mach alle Guides so früh wie möglich im Spiel, damit ihr so früh wie möglich alles erreichen könnt. Hier den Schrein einfach mitsichern, damit ihr wieder hoch teleportieren könnt, falls irgendwas passiert. Und ansonsten folgt ihr jetzt einfach diesen Plattformen, also diesen Katapulten auf die nächste Plattform. Müsst das halt entsprechend so verstellen, dass ihr jetzt auf der Plattform da oben landet. Und hier oben angekommen ist wichtig, weil diese fliegende Plattform hier im Weg ist, dass ihr den Sonanium-Wächter kaputt macht und dann die Plattform einfach wegschießt in irgendeine Richtung. Hier angekommen müsst ihr dieses Katapult so ausrichten, dass das in Richtung der Kugel da oben schaut, weil die hat eine Öffnung oben und da müssen wir jetzt so einen Felsen reinschleudern. Und es muss wirklich millimetergenau sein, weil, wie ihr seht, das hat noch nicht geklappt. Also noch nachjustieren. Wenn der Felsen in die Öffnung oben geschleudert wurde, begeben auch wir uns in die Kugel. Und hier drin müssen wir den Felsen dann einfach nur auf der Plattform da platzieren. Und wenn der Schalter aktiviert ist, klettern wir hier auf die Säule, benutzen den Deckensprung und begeben uns auf den oberen Punkt der Kugel. Hier oben angekommen müssen wir jetzt schauen, wo die Öffnung ist, weil die Kugel hat sich nach unten gedreht. Zur Not kann man auch unten wieder auf die Plattform fliegen und mit diesem Katapult nach oben kommen. Aber hier sieht man es, da müssen wir jetzt reinfliegen. Und hier unten haben wir dann die Sonanium-Knieschützer dran. Für den nächsten Part benötigt ihr ganz unbedingt
die Zora-Brustrüstung. Deswegen hier aus meinem Zora-Rüstungsguide ein kleiner Ausschnitt. Wir fliegen hier in die Stadt der Zoras, müssen hier diese Grüne ansprechen. Jona heißt die. Und die gibt uns hier einen Anfangsquest, weil die Wasser hier so dreckig sind, dass wir diese Statue da reinigen sollen. Und fusionieren hier den Pfeil mit einer Wasserfrucht. So, danach stellen wir uns vor als Link, oder es stellt sich heraus, dass wir Links sind. Die Prinzessin bittet uns, dass wir da oben nochmal zu ihr kommen, in das Medizinbecken, und braucht von uns einen uralten Arowana. Den habe ich hier schon dabei, deswegen gebe ich ihr den einfach und bekomme als Dank dafür die Zora-Rüstung. Die anderen Teile der Zora-Rüstung kann man erst erhalten, wenn man den Wassertempel gemacht hat. Das hier geht schon vorher. Dann gibt sie uns die Rüstung und quatscht uns noch ein bisschen zu. Und hier zeige ich euch, wo wir hier sind, im Dorf der Zoras. Und hier oben am Kap der Prüfung würdet ihr ansonsten den Fisch finden. Dann geht's weiter beim Turm auf der Ranelspitze. Hier lassen wir uns abfeuern. Ich habe, weil ich noch nicht so viel Ausdauer habe, ein bisschen Ausdaueressen mitgenommen, dass ich Bonus-Ausdauer bekomme. Und wir müssen hier nach Westen fliegen zu dieser einen kleinen Wasserinsel. Da seht ihr, geht nämlich der Wasserfall nach unten. Und hier müssen wir mit den Weisen rüber auf die andere Seite fliegen, um da den Wasserfall zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das ohne den Weisen geht, wenn man genug Ausdauer hat, oder ob man den Wasserfall unten knapp verpassen würde. Ich habe hier auf jeden Fall nochmal Ausdauerregeneration gegessen und maximale Ausdauer, einfach um sicher zu gehen. Und kurz bevor wir am Wasserfall sind, rüste ich die Zora-Rüstung aus und wir müssen nichts weiter machen, als in den Wasserfall reinzufliegen. Und dann schwimmt Link automatisch nach oben. Hier oben müssen wir auf jeden Fall wieder den Sonanium-Wächter kaputt machen, weil er uns sonst massiven Schaden mit seinen Kanonenpfeilen verursacht. Und dann müssen wir die beiden Raketen so ausrichten, dass wir da drüben zu der Insel fliegen. Das Ganze wieder im Zeitraffer. Das letzte Stück müssen wir hier wieder fliegen. Hier drüben angekommen, aktivieren wir dann einfach quasi die Insel und die Questreihe, die hier drauf stattfindet. Das aktiviert hier die Windturbinen, damit wir ganz oben auf die Insel drauf fliegen können. Da müssen wir dann einfach hochfliegen und oben angekommen müssen wir ins Innere gelangen und da sind solche Laserschranken. Und hier wird es ein bisschen tricky. Eigentlich kann man mit der Aero-Rüstung im Sturzflug da super runter, aber ich bin dafür einfach nicht geschaffen, bin ich ganz ehrlich. Manche Sachen kann man nicht. Ich kletter hier einfach am Rand lang. So geht das nämlich auch. Es ist zwar ein bisschen friemelig und fummelig, aber das kriegt man auf jeden Fall hin, indem man jetzt einfach sich dann abseilt, wieder an die Wand geht und dann Step by Step nach unten kommt. Ihr dürft halt, wie gesagt, nicht ins Lasergitter kommen. Habt ihr eben gesehen, was dann passiert. Das hier auf jeden Fall gut im Blick behalten, wenn die anfangen, sich zu bewegen. Aber vielleicht seid ihr auch besser im Sturzflug. Ich wünsche es euch. So, hier habe ich mich dann direkt durchdroppen lassen und hier unten aktivieren wir uns auch wieder den Schrein
um einfach einen Punkt zu haben, zu dem wir uns wieder teleportieren können. Und hier gehen wir dann direkt hinter dem Schrein einfach an diese Säule. Schmeißen da unten wieder eine Wasserfrucht in die Lava. Und benutzen dann darauf den Deckensprung. Und finden dann hier die Sonanium-Rüstung. Kommen wir jetzt zum letzten und aufwendigsten Part. Wir starten hier beim Turm am Karuga-Pass. Und fliegen dann darüber in diesen Wasserfall. Das auch im Zeitraffer und ohne den Weisen ist das, glaube ich, nicht möglich, weil wir sonst nicht die nötige Distanz zurücklegen können. Hier drüben angekommen, müssen wir dann eine Lore einfach auf die Schienen stellen und müssen dann eine Rakete dran befestigen. Ich war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob ich die zweite Rakete nicht vielleicht brauchen kann, um mittendrin nochmal für Nachschub zu sorgen oder ob ich es einfach drüben benötigen kann. Deswegen wollte ich die mitnehmen und habe hier erstmal richtig schön gefailt. Und einfach alles völlig idiotisch und unsinnigerweise fast durcheinander gebracht, aber zum Glück geht es dann auch mit einer Rakete. Spart euch also den Weg lieber. Hier drüben angekommen, müsst ihr dann einfach den Gleiter nehmen und den so zusammenbauen, wie ich das jetzt gleich mache. Das passiert mir oft, dass ich die falsch rum dran baue. Das wäre also auch fast wieder schief gegangen. Da platzieren wir die Raketen einfach drauf, sodass sie in dieselbe Richtung zeigen. Und jetzt wird es hier auf jeden Fall ein bisschen tricky, wenn ihr nicht genügend Batterieleistung habt. Die habe ich aber auch nicht. So, und ab jetzt ist es wichtig, dass ihr eigentlich genug Batterieleistung habt. Aber ihr seht, das habe ich auch nicht. Wir wollen nämlich auf diese Insel da hinten. Aber ich benutze hier eine große Sonau-Energiesphäre, weil damit lässt sich zeitweilen der Energieverbrauch auf Null setzen. Das würde also auch gehen, wenn ihr nur eine Batterie habt. Auf der Insel hier drüben angekommen, merkt man, dass die Schwerkraft hier schon ein bisschen verändert ist. Hier drüben muss man dann die beiden Trampoline zusammenbauen. Oder Sprungfedern, wie ihr sie nennen wollt. Aktivieren die, werden hier ziemlich hochgeschleudert und müssen jetzt hier drüben auf diese fliegende Plattform drauf. Auch wieder den Wächter kaputt machen, weil wenn der euch trifft, fallt ihr bis nach ganz runter, das wollen wir lieber nicht. Und hier müsst ihr echt auf die Schwerkraft achten, weil wie ihr seht, habe ich hier den Absprung verpasst, habe hier dann Ewigkeiten gesucht, was ich machen könnte, um vielleicht doch noch da drauf zu kommen, habe dann einfach gesehen, dass ich zurück auf die Sprungfederinsel quasi nach unten fliegen kann. Und habe das dann gemacht. Also nicht verzagen, falls ihr das verfehlt. Hier ist dann nochmal eine Chance. Einfach da die Trampoline dann nochmal anschlagen, dann ziehen die sich wieder zusammen. Und dann das Ganze nochmal machen. Auf der Plattform angekommen ist es wichtig, dass wir nur eine Rakete erstmal platzieren und zünden. Und erst wenn die verbraucht ist, nehmen wir die zweite Rakete und zünden die auch noch. Weil sonst kommen wir nicht hoch genug.
Sobald auch die verbraucht ist, können wir dann einfach auf die andere Seite gleiten. Aktivieren dann da unten wieder den Quest für die jeweilige fliegende Insel hier. Und dadurch wird dann das Wasser abgelassen. Dann braucht ihr auf jeden Fall eine Donnerblume, die ihr mit euren Pfeilen fusionieren könnt, um hier den Eingang aufzusprengen. Ich dachte, ich hätte hier draußen noch was an der Spitze gesehen, was ich da drin brauche, aber das war eine falsche Annahme. Und hier unten angekommen müsst ihr noch das Rätsel lösen. Ihr nehmt einfach diese Spiegel, stellt die auf ihre jeweiligen Podeste ins Licht und müsst die so drehen, dass sie dann jeweils andere Lichter anleuchten. Ich habe euch das mal mit doppelter Geschwindigkeit gemacht, damit man trotzdem noch sieht, wie, wo, wann. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, wie ihr die platziert, weil die haben unten so zwei Griffe, an denen die stehen. Nicht, dass es wie ich gerade ein bisschen verfehlt und dann rollt ihr im Nachhinein noch weg. Wie gesagt, die Schwerkraft auf der Insel ist ein bisschen verzögert, deswegen ist das alles easy machbar mit Sprüngen. Sobald wir dann diesen geraden Lichtstrahl erreicht haben, müssen wir da unten unbedingt diesen Sonaniumwächter noch töten. Oder vernichten, weil wenn das Ding nicht lebt, ne? Und dann müssen wir da den Spiegelschild, den der droppt, nehmen und uns ins Licht stellen und dann das Licht auf diese Stelle werfen. So lange draufhalten, bis es grün leuchtet, dann setzt sich der Aufzug in Bewegung, das Ding wieder droppen, weil das ist Schrott. Oder ihr behaltet es als Andenken, wenn ihr wollt. Sobald der Aufzug oben angekommen ist, klettern wir einfach auf diese Plattform hier und finden dann da den Sonaniumhelm. Ich zeige euch noch, wie die Rüstung aussieht. Na, Link friert. Ich reise auch noch nach Hateno und zeige euch, wie wir die einfärben. Die hat als Bonus, dass die Energie nach oben geht. Das heißt, wir können viel länger unsere jeweiligen Erfindungen von... Die hat als Bonus, dass die Energie nach oben geht, was bedeutet, dass wir unsere jeweiligen Erfindungen viel länger mit unserer geringeren Batterieleistung betreiben können als bisher. Ja, und dann sind wir am Ende des Guides angekommen. Wir haben aus über einer Stunde fast 20 Minuten gemacht. Trotzdem langer Guide, aber weniger konnte ich wirklich nicht machen. Ich hoffe auf jeden Fall wie immer, dass euch das Video sehr geholfen hat. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Däumchen nach oben da lasst und mich abonniert. Schaut gerne auch in die anderen Guides rein oder in die zukünftigen Livestreams, wenn mal welche kommen. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Drückt euch die Daumen beim Nachmachen, dass alles glatt läuft. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Macht's gut!